So, weiter geht's mit Genshin. Und ich hatte erst überlegt, das Hyakunin Ikki Event anzufangen. Hab dann gedacht, na, ich habe jetzt 2 bis 3 Stunden Ruhe. Da will ich ein bisschen was Produktiveres machen. Und ja, im Dschungelbereich von Sumeru oder im grünen Bereich, passt glaube ich eher, rauszoome in Lost Nursery fehlen mir noch 13%. Und mir fehlen ja auch noch irgendwie zigtausend Aranara und ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Das ist ein bisschen blöd. Was mache ich jetzt? Fliege ich jetzt hier über das Gebiet rüber und gucke, ob ich noch irgendwo was sehe? Oder gehe ich jetzt Richtung Wüste, damit ich auch mal was Sinnvolles wieder mache? Das sind jetzt nur Minze, okay. Irgendwie jetzt hier nur rumfliegen und nichts machen, nur suchen, ist glaube ich jetzt auch nicht so die beste und spannendste Sache, oder? Aber wo fehlen mir denn hier 13%? Das lässt mich gerade nicht locker. Eigentlich nur hier so, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite war ich ja weitestgehend. Boah. Das ist auch nicht gerade so viel. Nebenbei, ich habe bei Sino jetzt gerade wieder einen Attack Sense drauf, weil es die M-Sense ohne Dendro im Team nichts bringt. Und die Wüste wollte ich ja eigentlich so rumrennen. Ich muss mal gucken, ob ich in der Wüste sowieso vielleicht komplett anders rumrenne. Weiß ich nicht, wie oft ich wirklich ein Nemo brauche oder Pyro. Wenigstens, wenn hier da draußen ist, würde ich wahrscheinlich sowieso mit der rumrennen auch. Von daher sollte ich mich nicht so sehr an Kasor gewöhnen. Können doch eigentlich nur Sachen hier unten sein, oder nicht? Aber hier war ich doch auch. Da auch. War hier doch überall. Mittlerweile. Da war ich auch definitiv. Keine Ahnung, was mir hier fehlen könnte. Hast du irgendwas hier? Nö. Ja gut. Bin noch nicht. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich erzählen soll, weil irgendwie irgendwie ist gerade nichts Spannendes passiert in den letzten Tagen. Es sind schon wieder Herbstferien und ich habe eine Woche Urlaub. Übernächste Woche erst, aber prinzipiell habe ich Urlaub. So. Muss ich dich vielleicht umbringen aus irgendwelchen Gründen? Stabilize. The wind knows me. So. Sehr gut, der Elektroswirl bringt mir nicht viel, wenn wenn ich eher nicht in den Stance-Wechsel gehe. Doch, mir fällt gerade was ein, was ich gemacht habe. Ich habe gestern auf den neuen Weapon-Baller nochmal gewünscht. Und ja, es musste kommen, wie es kommen musste. Ich hatte 7 Puls drinne, ich habe 2 Zehner gemacht und im zweiten Zehner war es eine 5-Star-Weapon. Immerhin war es Jade Cutter und nicht dieser komische HP-Schlüssel-Weapon oder was auch immer. Und dann habe ich einmal den Catalyst bekommen, den neuen. Das ist wahrscheinlich nicht die Most Damage Weapon für Nahida, aber mit der Waffe kann sie auch noch gleichzeitig wieder halt ein bisschen Attack abgeben. Warum mache ich das? Das war jetzt unnötig. Das war Energieverschwendung. Also. Ja. Nee, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Jade Cutter. Das heißt, ich habe eine halbwegs bessere Waffe nochmal wieder für Keking. Aber ich glaube, dass
Harangepaku doch noch etwas stärker ist, aber dafür, ja, ist Jetcutter halt ohne jegliche Bedingungen. Das heißt, ich brauche so nicht, brauch auf nichts zu achten. Einfach nur machen. Außerdem muss ich nicht immer hin und her wechseln, von daher passt schon. Ja, Jetcutter erhöht auch quasi, glaube ich, mehr oder weniger eher noch den Damage von ihrem Burst und ihrer E. Auch wenn. Ja, gut, ich trage halt einen EM-Sense. Die Frage, wie viel mehr wirklich das ausmacht am Ende des Tages mit Aggravator, aber naja. Nö, das habe ich gemacht. Den habe ich bekommen. Und halt drei Rain Slashers. Aber ja gut, es waren aber auch drei Zehnerpulls dann am Ende, weil ich habe gedacht, nachdem ich dann nach dem zweiten Zehnerpull drei Rain Slasher und den Jade Cutter hatte, habe ich gesagt, gut, einmal wag's das noch. Hat sich ja so halbwegs gelohnt dann am Ende vom Tag. Das Schwert hätte ich gern gehabt für Kasua. Aber ich würde es nicht riskieren, jetzt wie gewisse andere Leute, Maxi, den Schlüssel zu bekommen. Ohne was ich Nilo hab oder haben möchte. Andererseits ist die Waffe nischenmäßig für Xingqiu ganz praktisch. Aber auch im nächsten Patch mit Layla. Weil die scaled alles auf HP. Das heißt, sie hat einen Burst mit 40. Das heißt, sie kann relativ oft bursten. Aus einer HP scaled. Dann hat sie. Hier oben war die komische Festung, die habe ich auch schon gemacht, ja. War ich hier schon? Ja, definitiv. War ja noch altes Gebiet, wo ich schon hin konnte. Bevor ich hier überhaupt herkam. Ja, nur irgendwie, ich sehe hier nichts mehr. Und da ist höchstens im Untergrund noch irgendwas ist. Da habe ich halt noch nicht wieder geguckt, aber. Da bin ich auch mal ausgegangen, dass ich da nicht mehr hin muss. Ja. Die Flayla ist ja für ganz geil bestimmt. Halt ein extrem guter Kryo-Schild dann. Leider hielt sie nicht. Wenn sie ein Kryo-Healer gewesen wäre, samt Shield, dann wäre es Bombe gewesen, aber war sie leider nicht. Oder wird sie leider nicht sein. Oh, naja, sie kann oft bursten. Ihre E trifft auf den Bauch öfter. Heißt, am Ende vom Tag kann sie die Waffen passive triggern, dass jeder von ihren HP EM bekommt. Also, warum nicht? Ist halt nur irgendwie merkwürdig, dass die halt ein Kryo-Charakter ist und nicht Dendro oder. Keine Ahnung, Pyro? Oder Elektro? Also irgendwas, was na jeder was bringen würde. Ist ja wirklich pur Kryo und Kryo hat keine Reaction mit Dendro. Ich meine, gut. Kryo, Dendro und Hydro sind auch eine nette Combo. Einfach nur für. Wie heißt das? Gegner einfrieren. Und dann treffen auch die Dendro-Cores. Wenn die erstmal auf der Stelle hocken. Bist du lebendig? Nein, du bist nicht lebendig. Naja. Gut. Meine Primos sind dementsprechend jetzt auch relativ tief wieder. Na, 21k, glaube ich, oder? Ja, falsches Fenster. Ja, 22 fast. Plus die, die ich noch über den Shop kaufen könnte. Und was noch gut wird oder schön wird, ist, dass. Oh, stimmt, warte mal. 28%. 56 Attack wird nochmal. Ja, nee, ist trotzdem nicht mehr. Gut. Ich habe überlegt, ob es was bringen würde, wenn ich einmal die E nutze, ob ich dann durch den Buff von der Waffe mehr Attack habe als mit Attack Sense. Aber nee, habe ich nicht. Ja, wie gesagt, wäre eine Überlegung wert gewesen.
Ja, warte, was, wo war ich gerade? Was sonst anderes sagen? Ich würde eigentlich sagen, ich bin im Standardbanner gerade bei 60 Puls ungefähr. Das ist nicht schlecht, weil ich krieg da halt demnächst auch wieder dann was. Warte. Hier noch irgendwas? Also ich werde auch nur noch diese Höhle hier noch angucken und dann gehe ich in die Wüste. Weil dann renne ich irgendwann hier offline rum und gucke, ob ich da noch was sehe. Yaranara muss ich sowieso offline einsammeln. Ich überlege gerade, ob ich dann einfach Screenshots mache, wo sie waren und ob ich die dann einfach zeige. Für jeden Yaranara, den ich sehe, immer eine Aufnahme starten. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Wenn Anemo nicht irgendwie mal allgemein draufbleiben, ist ja voll cool. Habe ich eigentlich irgendwo auf einem Glattteil Physical Damage Bonus relativ gut drauf? Da müsst ihr mal nachgucken. Nicht, dass es wirklich wichtig wäre, aber. Weil ich brauche relativ viel Crit Rate dann auf dem Ding. Nur so aus Interesse. Hatte 1. Oh. Ja, nee, das nicht. Crit Rate. Oh. Bin's mir gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was bei plus 4 rauskommt. Ja, plus 4 und Bonus auch. Ja. Okay, Attack. Ne, lohnt sich schon nicht mehr. Das lohnt sich schon jetzt nicht mehr. Stabilize! Oh, hier sind ein paar viele Teile drin. Das ist nett. Aber ansonsten. What the? Also. Ist hier auch nicht mehr viel. Wird irgendwo auf dem Weg nach unten irgendwas hier übersehen? Extra Höhle? Aha. Aha. Wie komme ich daran? Wie komme ich da ran? Da ist eine Kiste. Aha, okay. Gut. Gut, 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 gut. Zack, aktivieren. Das ist mies. Das ist sehr, sehr mies. Solidify. Es wird aber nie im Leben alles restliche sein, was mir fehlt. Ah, das ist ein Stein. Könnt ihr immer bitte gehoben werden? Danke. Oh no. Warum ihr? Achso, ihr seid schon längst tot. Okay. A well-deserved find. Die sind immer wieder interessant. Typisch, da wo man. Oh. Oh. Habe ich hier was, womit ich Dendro-Kraft bekomme? Natürlich nicht. Okay. Das und dann brauche ich jetzt hier ein Dendro. Typisch. Zack. Wehe, die Tür da hinten ist jetzt nicht auf. Also die Pflanzentür. Wie gut muss ich mich jetzt hier beim Runterfliegen umgucken? Sind hier jetzt mehrere von solchen Eingängen versteckt?
Okay, es war schon der Weg hier, den ich freigelegt habe. Gut. Zack. Ah, ne, komme ich jetzt nicht ran. A well-deserved find. Was mich jetzt nur interessieren würde. Jo, das waren 8%. Okay. Holy. Pro Kiste 4%. 5 fehlen mir noch. Gut. Da war ich. Über mir ist doch bestimmt noch was, oder? War das? Ja, das war hier oben. So. Noch langsamer nach unten. Da ist nur Licht. Künstelt. Da ist eine Wand. Da war ich gerade. Da war ich gerade. Oder? Ja. Das heißt aber, ich bin mir sicher, dass hier unten noch irgendwas sein muss. Über was? Hier ist nur Licht. Was könnten hier noch sein? Ich meine, die restlichen 5 könnten echt jetzt auch irgendwie ein Schnack sein. Ja, ja, ja. Also für mich ist jetzt dann auch nicht mehr. Gut. Bleibt halt noch der Untergrundsee gleich. Theoretisch. Aber da habe ich mich eigentlich gut umgeguckt. Der dürfte echt nichts sein. Oder? Land of Grand Dreams, ja. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Aber hier habe ich mir trotzdem nicht. Merkwürdig, wenn jetzt hier irgendwo was ist. Muss aber ja schon hardcore jetzt versteckt sein irgendwie. Hallo? Irgendwer oder irgendetwas da? Ja, der Baum. Okay. Keine Grappling Hooks, um durch die Gegend zu kommen. Schade. Ja, da rutscht schon nicht komplett runter. Oh, oh Mann. Ich wechsle mal auf das Kryo-Team wieder. Einfach nur. Life goes on. Dafür. So. Aber hier ist wirklich nichts. Und hier laufe ich out of bounds. Okay.
Ja. So out of bounds wollte ich es eigentlich gar nicht. Ich dachte, ich wäre erst im Wasser out of bounds, aber naja. Gut, offenbar schon vorm Wasser. Hier unten habe ich mich auch schon umgeguckt eigentlich. Wenn jetzt das wäre, wäre es merkwürdig. Vielleicht noch auf den Zacken hier oben so ein bisschen was. Aber was anderes könnte ich mir auch nicht vorstellen. Kannst du bitte mal anfangen zu klettern? Nicht. Quake! Ich kann in der Theorie, kann ich halt hier überall drauf oben rumklettern. Die Frage ist halt nur, ob ich das sollte. Es lädt halt irgendwie dazu ein, in gewisser Weise, aber. Werde ich hier auch resettet? Eigentlich nicht, ist keine Barriere am Rand. Kann ich springen? Okay. Ich wollte gerade sagen, er kann doch wohl klettern hier, oder? Ich werde resettet, okay. Scheiße. Ich nehme das jetzt als Signal einfach mal hin, dass ich dann nicht hier oben drauf laufen soll. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Gut. Jetzt würde ich aber echt interessieren, wo die 5% noch fehlen. Hier unterm Eingang vielleicht. Oder auch nicht. Hier. So ein Grabstein. Döns. Wieso höre ich hier unten Vögel zwitschern? Das sollte nicht. Na, komm ich hoch? Ja. Time to go. Schritt für Schritt. Ja gut, hier ist auch nichts. Dann wird da auch nichts sein. Sehe ich auch nichts. Time to go. Irgendwie schade. Eigentlich hat man hier so gut was verstecken können. Das ist wirklich Secret-mäßiges. Oh, ich komme gar nicht höher. Oh, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, die Höhle ist fertig. Eingangsbereich, habe ich hier irgendwas noch? Kann ich nicht, oder? Den da habe ich angehoben, oder? Ja, wird. Werde ich angehoben haben. Time to go. Oder? Sicher, sicher. Sicher ist sicher. Zack. Nowhere to run. Ja gut, ist er nicht getroffen. Von mir aus. So. Nö. Ich sehe hier rein gar nichts.
Was mir irgendwas dazu bringen können. Scheiße. So. Gut, dann Wüstenerkundung. Verdammt, der Wasserring ist nicht da geblieben. War ein Versuch wert. Gut, dann 95%. Keine Ahnung, wo die letzten 5% sind, aber ich habe zumindest noch ein bisschen was gefunden. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Wüste. Ja, wo fange ich denn jetzt an in der Wüste? Ich kann mir direkt die große Quest nehmen, die ich da schon habe. Oder ich lasse es langsam angehen und erkunde wirklich nur drauf los. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich fange hier an. Und gehe dann in den hellen Bereich erstmal so ein bisschen ab. Klingt nach einem Plan, oder? Und nehme ich doch den Traveler mit. Und ignoriere das Grouping. Ah, wobei. Ich werde keinen Dendro großartig brauchen in der Wüste. Oh. Ja gut, okay. Akzeptiere ich, dass ich da nicht lang kann. Komme ich da wenigstens drumherum? Nein, nicht so. Ja. Ja. Ja, gib mir doch die Kontrolle, damit ich dann auch rumlaufen kann. Okay. Gut. Fangen wir da an. Das ist doch... Ja gut, okay. Ich brauche kein Dendro. Geht auch so. Naja. Ah, irgendwas sagt mir, ich will ganz oben über Caravan Ride einmal sein. Das schreit für mich so nach Achievement irgendwie. Hier oben auf der grünen Seite war ich durch, oder? Ja. Definitiv. Definitiv war ich hier durch. Ich überlege gerade. Wenn ich Chichi wegpacke, könnte ich auch ein Dendro-Tee machen. Oh. Also wenn ich Cookie rausholen würde. Aber will ich eigentlich gar nicht. Cookie rennt halt aber dann mit Low AP rum. Das mag ich nicht. Wenn Nernstein hier nicht schon irgendwie bedächtig ist. Ich glaube, die Wüste ist deutlich angenehmer als die Berggegend hier zu Anfang. Glaube ich zumindest, zu behaupten. So. Und... Das gibt einen Scheißdreck für hier oben rumzurennen. Naja. Versuch was wert. Eher interessant gewesen. So. Gibt's hier irgendwas? Nö. Nö. Gut, dann erstmal da in die Richtung. Ich mag die Wüste jetzt schon nicht, dass sie so dunkel ist. Wobei es ist gerade Nacht, oder? Es ist Nacht, okay. Nachts in der Wüste ist echt nicht so geil. Und sieht halt relativ wenig. Hopp. Time to go. Blick gerade. In der Wüste gibt es keine Aranara. Das ist daran liegt schon mal nicht. Woran liegt es dann hauptsächlich? Hier sucht sich das Feuer so an. Into the wind. Zack.
stimmt eigentlich. Nur so aus Interesse. Ihre Artefakte sind Attack, Healing, Energy Recharge. Warum gebe ich überhaupt Energy Recharge? Eigentlich, sie regeneriert so oder so halt relativ wenig. Eigentlich kann ich sie auch auf voll Damage dann bauen. Und Crit und kann, glaube ich, heilen und... Ja, eigentlich kann ich das machen, was ich mache, immer noch machen dann. Wieso hatte ich nochmal die beschissene Idee, ihren E zu crownen? Ja, damit sie komplett durchheilen kann. Gut. 510 und Attack. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Das kostet ihr nur Angriff. Und so mit Healing. Aber dann könnte ich es mit einem Quick Damage Piece spielen, theoretisch. Und dann müsste ich halt ein anderes Set nehmen als das Clam Set. Also, ich könnte eine Red Physical Kicking bauen sogar. Das ist interessant. Wieso sind hier so viele von den Dingern? Ich meine, ich wollte mich ja hier umgucken auch, aber trotzdem. Irgendwie. Wieso entzündet ihr euch eigentlich selber hier? Das ist ein Grund, warum ihr Selbstverstümmelung betreibt. Surrender! Zack. Offenbar nicht. Gut. Ah, die Wüsterkunde wird auch so nervig sein auf Dauer. Die ist so weitläufig. Dann wird hier so viel verpassen. Warte, ja. Naja, oder mache ich eher so. Ich nehme das Teil hier auch direkt mit. Zumindest wollen wir keine komischen Sträucher einsammeln. Wie in gewissen anderen Spielen in Wüsten. So ein bisschen gerade rüber zu Skyward Sword. Die Dinger zu farben war echt nervig. Gut, dass ich das damals auf der Arbeit machen konnte zu dem Zeitpunkt. Das ist das einzig Gute gewesen. Solidify! Into the wind! Rise! Ha. Überleg grad. Stabilize! Mit dem EM-Piece verliere ich zwar ich ein bisschen Crit Damage. Und Attack, aber ich gewinne Crit Rate wieder, meine ich, oder? Plus. Ja, gut, ich bin halt im Burster trotzdem nichts. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich, ob das Bild sinnvoll ist unterwegs. Aber nee, eigentlich nicht. Und sie eigentlich alles nicht, überwält. Ach komm, leck mich am Arsch. Irgend Team. Ah. Jetzt das Team wieder wechseln für sowas. Das ist nur eine Common Chest. Na klasse. Egal. So. Also wenn ich wirklich top rumrennen wollen würde in der Wüste, dann müsste ich sowieso noch Yanfei nehmen und irgendeinen Bogencharakter. Der Shield-Slot mit Zhongli kostet halt immer so extrem viel. Und so ein bisschen nervig, glaube ich. Hi. Eye of the Sands. Ja, das werde ich definitiv nicht jetzt machen. One with nature. Go.
Surrender! Your sins weigh upon your soul! Guilty! Now you're testing. Your penance is due! Möglichst viel Esel noch rausholen. Okay. Zack. A well-deserved fine. Also Pi mal Daumen kann ich... What? Warum wurde das jetzt gerade so hell? Miep. Nee, aber... Ist ganz gut, dass ich mir das, glaube ich, schon geholt habe. Die Senke. Andere Frage. Wo war jetzt der Dendrokulos? Der war... Hier, oder? Ja, der muss da gewesen sein, ja. Es ist aufgeklärt. Okay, die Nacht in der Wüste ist geil, wenn nicht gerade schon Sandsturm ist. Und da kommt er wieder. Glaube ich. A familiar sight. Ja, familiar sight. Mhm. Stimme ich dir auch zu, weil wir waren hier schon mal irgendwann, irgendwie. Im Schnellformat. Oh, hi. Stabilize! Wheel of Life. So. Da war ich auch noch nicht. Na komm, wo führst du mich hin? Mal wieder ins Tal, das ist gut. Dieses ist gut, dass du mich wieder ins Tal führst. Das ist nicht gut. Ich wollte in die andere Richtung. Dann kann ich gleich da oben lang laufen. Auch okay. Zack. Ja. Wo willst du ganz hin? Ah. A well-deserved find. Okay. Irgendwas war hier noch. Genau, ein Sandhaufen. Und dann Mora. Puh. Überleg gerade. Wenn ich echt Sayu bauen sollte. Ruling of sollte. Kann ich halt nur mit ihrem... Was kostet ihr Burst dann an Kosten? Das kostet Sayus Burst zum Healen. Ab. 80 Energy, das heißt, ich müsste ER, EM, EM nehmen für Healing. Die ist auch drehe, ist es Bullshit. Wobei ihr Healing erhöht halt. EM erhöht halt ihr Healing auch, von daher. Ich müsste halt bürsten, um mich zu healen. Ist jetzt nicht so praktisch. Aber ich hätte Anemo und ich hätte extremen Speed durch die Wüste. Nun wieder. Ich könnte den Dendro-Charakter wieder reinpacken und könnte ich wieder Accurate nutzen, was aber wieder in der Oberwelt nicht so viel bringt, weil ich eh nicht jedes Camp bursten kann, aber vom Prinzip ist das Camp dann schneller down, weil es ist auch so down. Oh. Eventuell hätte ich mir für dir das auch sparen sollen. Ja, damit mit euren Familias, die ihr rufen könnt. Weeps. Wealth is the foundation on which civilization is built. Ja, sei nur. Du mich auch.
Oh, das gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Oder? Stabilize. Sag. Life goes on. One with nature. Nowhere to run. Das Ding ist gerade Roter Mann gespielt oder was war das jetzt? So. Ja, ist der Karawan wie Bart auch schon. Und hier ist die Hauptstraße gleich. Also hier ist die Hauptstraße. Okay. Verpasst schon wieder die ganze Zeit mit den Leuten zu reden eigentlich, aber naja. Die Karawanenrivale ist jetzt auch nicht so groß eigentlich. So, Fliege und Siegseele. Wieso fliegst du so zickzack? Das gefällt mir nicht. Oh, klasse. Solidify! Zack. So. Und einbetten. Our perseverance has paid off. Gut. So. Das aktivieren. Hier geht's jetzt schon nach oben, da will ich gar nicht hin. Nee. Nur hier erstmal. Erstmal alles, was nicht Berg ist. Hier sind Vögel, da sind noch die Dinger. Da ist ein Camp. Okay. Aber dann war ich hier eigentlich überall. Ihr habt mir zwar nichts getan hier im Camp, aber... Hallo. Stabilize. Rise. Surrender. Kavusch. So. Ja, hat sich irgendwie gar nicht gelohnt, da reinzugehen. Von euch brauche ich nichts. Time to go. Einfach nur, weil du meine Stuff verstanden hast. Einfach nur darum. So. Hopp, 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 hopp. Nur hier ist nichts. Oh, hier ist ja die Straße. Okay. Oh, warum bin ich denn so müde? Wir haben es Viertel vor eins, aber. Ich bin halt auch erst irgendwann gegen 11 wach geworden. Also mein Wecker ging gegen kurz nach 10. Einmal war ich gegen 10 vor 9 wach. Da habe ich die Katze geweckt. Und war ich schon auf Lette? Habe ich bis 10:20 geschlafen. Und dann. Was habe ich dann gemacht? Wecker ignoriert und bis 11 Uhr nochmal gedöst. Ich meine, to be fair, ich war auch wieder erst um 2:15 Uhr oder so am Schlafen, aber naja. 8,5 Stunden. Also mein Sweet Spot, glaube ich, den ich an Schlaf brauche, um wach zu sein und ausgeschlafen zu sein, sind 8,5 Stunden. Es ist gut. Also eigentlich ist es nicht gut, aber es ist gut zu wissen. Hier war ja auch noch gar nicht. Noch irgendwas? Unwahrscheinlich. Aber das Stück habe ich jetzt ja eigentlich gemacht. Und hier fängt das Bergige an. Das ist ganz gut, dass ich jetzt quasi hier auf diese Ebene wechsle. Jo. Ah, guter Übergang, Uni. Guter Übergang. Das ist nichts. Wie viel mir wohl ein komplettes Physics-Set hier bringen würde. Aber dann müsste ich wahrscheinlich auch auf
Deathmatch gehen, weil dann bringt mir der ganze Stab hier nicht viel mehr. Auf einem Physical Set will man eigentlich keine EM haben. Außer man möchte den Shatter Damage eventuell haben. Außerdem hätte ich Fischl als Physical DPS. Hätte ich jetzt jedes Ding hier hoch oder lasse ich es sein? Unwahrscheinlich, dass hier irgendwas Großartiges sein wird, oder? Da war ich schon drin, ja, war ich. Da war ich definitiv drin. Grabe ich die ganze Zeit nur. Wenn sie sowieso schon in der die Map-Updates hatten quasi und nur 5 Wochen halt nicht hinzugefügt haben, hätten sie doch auch gleich alles richtig rendern lassen können eigentlich und erst dann sagen können, ja gut, wir rendern zwar erst jetzt, wir rendern es jetzt schon, aber ihr könnt halt trotzdem nicht hin. Geht deutlich sinnvoller, aber naja. Ist hier irgendwas? Haben wir da ein Camp markiert? Warum? Also, Erzquelle. Und ich vergesse schon wieder die ganze Zeit das Wichtigste überhaupt beim Erkunden. Zack. Zack. Alter. Okay. Ja, das ist eine gute Quelle. Stabilize. Aber prinzipiell wieder so eine Quelle, wo ich nicht hinreden würde, wenn ich sowieso gerade in der Nähe bin. Oh oh. Es gab gerade eine E-Mail. Von Genshin. Moment. Was genau? Irgendwas mit Nahida. Every journey has its final day. Don't rush. Each travel of October 11 to 31, lock-in on 7 days and... Achso, ja gut. New Character Information. Nahida, ja. Beauty, aha, Layla. Osmanthus wine tastes the same as also. I remember. But where are those? Das ist nur eine allgemeine Rundmail gewesen mit Infos. Okay. Das klang gerade so, als ob eine Rundmail ging mit, ja, mit verschoben. Cause reasons. Ich meine, hat Vorteile, weil man dann, allgemein wäre das ein Vorteil von längeren Patches, man könnte länger ansparen. Auf der anderen Seite, hätte man halt länger ansparen versus, weniger zu tun. Wo ich aber, also von mir aus könnten sie auch dann nach der Archon-Quest, könnten sie halt wirklich so ein bisschen runterfahren mit den Patches und von mir aus auch 8 Wochen dazwischen machen, sobald die Main-Quest hier durch ist. Erstmal kann man dann mehr ansammeln. Und es passiert weniger, was man quasi machen müsste. Also ich hätte mehr Zeit für andere Games nebenbei noch. Ich meine, gut, für mich selber zum Zocken hätte ich eh genug Zeit. Und das Erkunden in Genshin rennt auch nicht weg. Ich merke halt nur gerade wieder genauso wie schon damals bei Inazuma Release. Sobald ein Patch da ist, man erstmal überhaupt das erste Mal alles erkunden gehen muss, in Anführungsstrichen. Das muss. Fühlt sich das so ein bisschen wie Arbeit an. Anführungsstrichen. Guck mir das hier gerne an. Ich renne hier gerne einmal rüber. Aber rein für die Story ist es vollkommen irrelevant. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn Tears of the Kingdom genauso wie Breath of the Wild wird, ich werde es wahrscheinlich einmal 100% durchspielen, aber ich weiß nicht, ob es diesen gleichen magischen Effekt haben wird wie Breath of the Wild beim ersten Mal. Ich meine, Skyrim war beim ersten Mal spielen auch extrem super und so weiter, sage ich nichts gegen, aber ja, mittlerweile kann ich Skyrim halt auch nicht mehr durchspielen, weil irgendwas fehlt mir da.
Weiß nicht. Das Problem ist eigentlich, ich hätte nochmal wieder Bock auf Skyrim, vor allem auf die ganzen DLCs, die ich noch nie gespielt habe. Aber ja, wann mache ich denn das alles? Ist ja nicht mehr so, dass ich wie damals um, keine Ahnung, spätestens 1, okay, spätestens 2, halb 4 zu Hause bin und dann den restlichen Tag nichts mehr machen muss. Na gut, abends. Theoretisch bin ich abends dafür zu Hause dann. Aber auch schon 2 Stunden weniger und bla und blub und so weiter und so fort. Aber prinzipiell. So Open-World-Spiele zu spielen ist schon schlecht geworden. Derzeit. Die sind nett. Aber ich habe dann doch lieber eigentlich demnächst wieder. Ein Zelda, das spiele ich 30 bis 50 Stunden. Und dann habe ich alles gesehen. Gut. Das könnte man auch in einem Breath of the Wild machen. Aber dann halt ohne alles gesehen zu haben. Und ohne alles gemacht zu haben. Kein 100% Spielstand. Und gerade in Zelda will ich eigentlich zu 100% dann immer spielen schon. Und das war halt gut machbar. Damals. In den klassischen Zeldas. Da muss ich nicht irgendwie für 100% 100 Krogsamen sammeln. Nee, nee. Da hat es reicht, 100 Skulltulas zu sammeln. Und die waren nicht irgendwie 5 Kilometer auseinander entfernt. Beziehungsweise waren halt sehr viel schneller und simpler zu holen. Auch nicht so geil gewesen. Das haben sie dann so ein bisschen verbessert in Majora's Mask mit den Skulltula-Häusern. So jetzt eine Art Rätselhaus. Aber gut. Ist halt so. Ja, darf ich gleich gucken. Jetzt gehe ich noch nach oben so ein bisschen. Ach, warte mal. Das war auch das Camp mit der Quest. Mit der Tante, die sich hat einsperren lassen. Geld. Ah. Okay. Gut, gut, gut. Also da ist die Hauptstraße. Was ist das? Ah, es wird schon wieder Nacht. Ich muss jetzt sagen, ich bin kein großer Fan von der Nacht hier in der Wüste. Ist mir halt dafür dann doch ein bisschen... Das hat durch die Wand alles getroffen. Okay. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Zack. Aufzoomen bitte, danke. Wo ist denn der Dude jetzt? Da. So. Man sieht halt so wenig dann. Bei Nacht. In der Schneesturm in der Wüste, ja. Wenn der Sandsturm hier ein bisschen wütet. War hier oben einer am Tanzen? Willst du mal am Tanzen? Into the wind. Life goes on. So gut. Zumindest habe ich für Nahida relativ gesehen alles zusammen, außer jetzt die Waffe. Aber da kann sie ja halt notfalls ganz zu Anfang Mappa Mare tragen. Je nachdem, wie viele M sie bekommt. Ich habe noch keinen Z für sie. Also Personal Damage wäre halt EM-Set. Also gilt. Nee, Personal Damage wäre das Gilded Dream-Set. Einfach nur als Z-Stick. Oder das Dendro-Set als. Na, wie heißt das? Dendro-Set als Red-Set für sie. Und beißt euch aufs gleiche hinaus für sie. Von der reinen Effektivität her. Aber. Ja, ich habe für beides jetzt noch keine EM-Teile, glaube ich, großartig. Ich weiß halt nicht, ob ihre Damage-Ticks retten können. In den komischen Seeds, die auf Gegnern sind. Wahrscheinlich ja. Aber
Sonst wird es doch keine Con geben, die das ermöglicht, oder? Hier gibt es doch eine Con, die extra sagt, jetzt können die Dinger critten. Mit einem festen Intervall von 20 Crit Rate und 100 Crit Damage. Sonst kann er nur wirklich. Ja, das haben wir hier critten. Der Burst sowieso nicht. Ja, ihre Auto-Attacks. Dann könnt sie auf Dendro-Auto-Attacks theoretisch versuchen zu spielen. Oh, hi. Scarab. Ach, war es interessant vor 3 Wochen, euch hinterher zu rennen. Wie bekloppter. So, da ist noch ein kleines Camp. Was heißt Camp? Camp nicht wirklich. Zack. Wieso haltet ihr gerade so viel aus? Zack. Mhm. Also diese komischen Kokosnüsse, oder? Zack. Okay, ja. Algilenak Nut. Nut. Coconut. So, dann bin ich jetzt hier gewesen. Ich bin hier gewesen. Und ich war hier. Gut. Dann gehe ich jetzt, naja, hier bin ich auch gerade lang gelaufen. Ja, dann gibt es hier den Weg. Da war alles schiefer, hier war ich ja auch unten. Joa. Warte mal. Ja, hier hört dann das Bergegebiet quasi auf. Dann will ich als nächstes, glaube ich, dann hier den Weg weitergehen. Einmal. Dann habe ich das hier unten. Dann gehe ich den Weg einmal. Dann habe ich das. Da fange ich jetzt ganz oben an. Keine Ahnung. Aber ich würde zumindest hier schon mal den Cut setzen. Gleich. Weil ich hier wieder unten drunter stehe. Weil dann habe ich eigentlich... Müsste da nicht im Weg sein? Achso, der geht da hoch. Ah. Ne, geht hier nach der Kurve weiter. Und da war was. Zack, hier geht der Weg weiter. Ein bisschen verschachtelt. Ja, nee, dann... Nehme ich hier jetzt erstmal wieder Pause machen, so eine Stunde. Und mal einen Cut setzen. Und dann gleich nochmal eine Runde in der Wüste rumrennen und... Dann mal schauen. Dann würde ich jetzt hier erstmal Ciao sagen und bis dann.